Hallo und herzlich willkommen hier bei den Wirtschaftsweisern unserer Webcast-Serie der Wirtschaftswerkstatt. Es geht um die wirtschaftlichen Herausforderungen von morgen und das sind ganz sicher auch welche in einer digitalen Welt. Heute beschäftigen wir uns mit den nachhaltigen Finanzen, also das Thema Green Finance, ein englisches Wort, stolpert man vielleicht drüber, aber es ist tatsächlich ein zukunftsweisender Ansatz. Natürlich wissen wir, dass Klima- und Umweltschutz uns sehr wichtig ist, aber es ist auch etwas, was nicht mehr in der Nische lebt, sondern es betrifft die ganze Zivilgesellschaft. Und die Frage ist, kann das Finanzsystem selbst da auch einen Beitrag leisten? Und kann man vielleicht gerade deshalb, wenn man ja so einen ökonomischen Hebel in die Hand bekommt, gerade deshalb ökologisch sinnvolle Projekte fördern, möglich machen und umsetzen? Das alles ist Green Finance. Aber was soll ich so viel reden? Ich möchte ja gar nicht viel reden, sondern ich habe mir Gäste eingeladen. Ich bin nicht allein. Und bei mir ist Tobias Peilo. Wir haben uns entschieden, uns alles zu duden. Hallo, Tobias. Ich wink mal rüber. Du sitzt da schon schön zu Hause. Wie geht's so? Lehre komplett digital? Lehre komplett digital. Und da geht natürlich viel verloren, weil der menschliche Kontakt ist schon immer sehr viel schöner. Gleichzeitig aber auch faszinierend, dass es alles so wunderbar klappt, dass wir heute quasi rund um den Globus sehr viel näher gerückt sind durch die elektronische Kommunikation. Läuft gut. So ist es. Wir kommen gleich zu deinem Lieblingsthema Green Finance, aber bei uns ist noch Mia Marjanovic. Mia ist Bloggerin, YouTuberin, viele kennen sie und jetzt hat sie auch noch ein eigenes Label, was ich gar nicht richtig sprechen kann. Dia, heißt das so? Das heißt Tia, das ist eigentlich Tia. Serbisch und heißt du und ich. Ja, um so ein bisschen die Gemeinschaft zu verbinden. Und es ist sehr spannend, jetzt so als neues Label das ganze Thema Nachhaltigkeit auch mit durchzumachen, wie es viele andere nachhaltige Unternehmen durchmachen, so von Anfang an. Also Fair Fashion habe ich richtig verstanden. Ich bin gespannt, was du uns mitgebracht hast an wichtigen Informationen. So, und dann meine dritte Teilnehmerin, also die Claudia Müller. Sie ist Gründerin von Female Finance Forum. Sie ist bekannt unter anderem beim Digital Leader Award, macht auch einen Blog und so weiter und so weiter. Hallo Claudia. Hallo, freut mich. Wie geht's dir? Du sitzt auch zu Hause? Ich sitze auch zu Hause, das ist richtig. Die ganze Situation war natürlich erstmal irgendein herber Schlag, weil mein Geschäftsmodell eigentlich auf Veranstaltungen, also ich gebe Workshops zum Thema Finanzen. Und das war erst ein Schlag in die Magengrube, aber danach ehrlich gesagt ein Tritt in den Hintern und ich habe jetzt alles wunderbar digital aufgestellt und es läuft total gut. Mir fehlt der menschliche Kontakt, aber der Rest läuft super. Ja, also das kann ich auch nur unterschreiben. Ich glaube, wenn man sich jetzt ein bisschen zusammengenommen hat, gesagt, okay, was soll ich weiter jammern, was kann ich bewegen, dann konnte man wirklich viel bewegen. Nicht alle, das wissen wir auch, viele Branchen liegen trotzdem da nieder, aber in einigen konnte man auch viel Neues gewinnen. Kommen wir zu unserem Thema. Es geht um Green Finance. Mia, du kannst uns vielleicht dieses Wahnsinnswort Nachhaltigkeit, ja, also das ist ja so, ich habe irgendwie so das Gefühl, so ein bisschen abgetreten. Andererseits kann man das überhaupt noch ignorieren. Nimm uns mal mit, was ist für dich denn Nachhaltigkeit? Ja, hinter dem Begriff steckt wirklich viel. Und ich habe jetzt auch für mich nicht die eine Definition gefunden oder die eine bestimmte Regel, an die ich mich jetzt irgendwie halten muss, um nachhaltiger zu leben. Und ich habe aber gemerkt, wie ich das jetzt für mich persönlich definiere, ist das auf jeden Fall Nachhaltigkeit, was bedeutet, dass man achtsamer mit den vorhandenen Ressourcen umgeht. Mhm. Und es aber nicht nur um das Thema Umweltschutz geht, sondern auch um die Themen Gerechtigkeit, Gesundheit und Bildung und man das irgendwie alles miteinander vereinbaren muss. Aber der Begriff ist einfach sehr vielfältig und deshalb gibt es so viel Arbeit auch in dem Thema und deshalb finde ich, kann man es auf keinen Fall auch ignorieren, aus verschiedenen Gründen, einfach weil die Klimakrise jetzt einfach schon da ist. Wir sehen nicht die Auswirkungen erst in 50 Jahren, sondern jetzt bereits zum Beispiel. Ja. Also ich finde es auch einen sehr, sehr schönen Begriff, muss ich sagen. Und er ist gar nicht so ein Buzzword oder so abgedroschen, sondern er beschreibt eigentlich genau das, was wir machen müssen. Wir müssen ganzheitlich all die Dinge angehen. In fast jedem Bereich ist das nötig. Tobias Peilo, ich weiß, dass Green Finance ist sozusagen dein Steckenpferd. Ich will aber noch mal fragen, also es geht ja um den guten Umgang mit den Ressourcen. Sollen wir das jetzt auch mit dem Geld machen? Also sollen wir mit Geld auch nachhaltig umgehen? Das verstehe ich noch nicht gut genug.
Ja, in jedem Fall sollten wir das. Man kann sich im Grunde genommen vorstellen, dass die gesamte Wirtschaft, das gesamte Wirtschaftssystem auf drei zentralen Produktionsfaktoren basiert. Wir brauchen nämlich Arbeit. Es muss immer jemand geben, der die Arbeit tut. Wir brauchen Boden, das heißt Gebäude, wo produziert werden kann. Und wir brauchen Kapital. So sagt es uns letztendlich die Betriebs- und Finanz- und Volkswirtschaft schon seit jeher. Jetzt ist es so, dass Kapital eigentlich der entscheidende Faktor ist, weil wir finden sehr viele Menschen, die arbeitswillig sind, und wir finden sehr viele Möglichkeiten, wo wir produzieren können. Das heißt, es kommt eigentlich auf das Geld an. Das heißt, anders ausgedrückt, dort, wo Geld da ist, kann etwas produziert werden, und dort, wo kein Geld da ist, kann nichts produziert werden. Wenn wir jetzt eine nachhaltige Welt haben wollen, das heißt eine verantwortungsvolle Welt, dann müssen wir uns tatsächlich auch Gedanken machen, wie bringen wir denn das Geld in die Unternehmen und Projekte, die tatsächlich nachhaltig sind und die verantwortlich wirtschaften. Und gleichzeitig, wie verhindern wir, dass das Geld in die Unternehmen und Projekte fließt, wo das Nicht-Nachhaltige stattfindet? Es geht also im Wesentlichen um die Lenkung des Geldes. Und das ist das, was Green Finance will. Das verstehe ich. Das ist aber auch ein spannender Ansatz zu sagen, also da, wo eigentlich Geld ist, da kann auch was entstehen. Aber das sieht man tatsächlich auch an vielen Stellen. Claudia, nun möchten ja auch viele Privatpersonen ihr Geld, wenn sie es denn noch anlegen können oder wie auch immer, natürlich in eine gute Sache anlegen. Das heißt, sie wollen Green Finance wirklich machen. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist ja so ein bisschen eine Männerdomäne, diese ganze Bankenwelt. Kann man das wirklich und kann man dem auch glauben, wenn man denn was gefunden hat, was etwas anders mit meiner Anlage umgeht? Auf jeden Fall kann man das. Also das ist ja der Inhalt meines Unternehmens. Also das Female Finance Forum ist quasi eine Bildungseinrichtung zum Thema Finanzen mit der Zielgruppe Frauen. Das heißt, ich bringe Frauen bei, wie sie zum einen am Ende des Monats mehr Geld haben und wie sie das Geld dann eben auch anlegen. Und alle, die wollen, dann gerne auch, wie das eben nachhaltig geht. Und das geht auch für uns als Privatinvestorinnen. Und natürlich müssen wir hinter die Kulissen schauen. Denn dadurch, wie Mia das am Anfang gesagt hat, es gibt keine klare Definition von Nachhaltigkeit. Das heißt, jede Einzelne muss schauen, was bedeutet denn Nachhaltigkeit eigentlich für mich und was ist das für mich, der für mich richtige Weg, das dann auch umzusetzen. Aber im Prinzip, was Tobias gerade gesagt hat, war ja, Geld ist Macht. Und zum einen arbeite ich eben daran, also bislang haben Frauen einfach weniger Geld zur Verfügung. Dadurch, dass wir häufiger in Teilzeit arbeiten und niedrigeres Durchschnittsgehalt und all diese Geschichten. Das heißt, ich will zum einen den Frauen eben dieselbe Gleichberechtigung geben wie den Männern und dann ihnen auch beibringen, wie sie ihre Macht einsetzen können, ihr Geld eben so investieren, dass ihre Werte damit auch transportiert werden. Das heißt, das ist mir dann letztendlich egal. Ich habe natürlich eine Präferenz, aber ich überlasse es den Frauen, ob sie das Geld nachhaltig anlegen wollen. Also Nachhaltigkeit ist ja auch breit gestreut. Wir denken häufig nur an die Ökologie, aber eben es geht auch um Gerechtigkeit, es geht um gute Unternehmensführung, alle diese Kriterien, die auch langfristig dazu führen, dass Unternehmen bessere Gewinne erwirtschaften. Also, genau. Mir kann ich gar nicht ganz kurz zwischenfragen. Hast du das Gefühl, dass Frauen das wirklich auch anders machen, also dass sie auch anders auf dich zugehen und sozusagen stärker fokussiert sind auf das Thema Nachhaltigkeit? das ist eine gute Frage. Ich kann es jetzt nicht so direkt beantworten, aber was ich gemerkt habe, dass so in meinem Bereich die Themen Anlagen, Aktien, Rücklagen, Rentenrücklagen oder die Bereiche nicht so oft thematisiert werden im Bereich so Fashion, Nachhaltigkeit, Zero Waste, plastikfrei. Und immer wenn ich das thematisiere, die Leute wirklich jubeln. Also ich habe hauptsächlich Frauen als Leserin, weil die mehr über diese Themen erfahren wollen. Auch wenn sie jetzt vielleicht vordergründig auf meinen Themen kommen wegen Fashion, wollen sie auch wissen, okay, aber wie lege ich dann das ganze Geld auch noch drumherum an? Also ich will ja nicht nur Fair Fashion kaufen oder Zero Waste kaufen, sondern auch wissen, dass alles in meinem Portemonnaie sozusagen an die richtigen Leute kommt. Darf ich noch mal kurz zu Claudia rübergehen? Das Female Finance Forum ist ja wirklich eine Bildungseinrichtung, aber könnt ihr Einfluss nehmen auf Unternehmen? Also seid ihr sozusagen nicht nur auf der Seite, dass ihr Frauen schlau macht und ihnen helft, sozusagen in dieser Finanzwelt voranzukommen und ein Stück Macht auch zu ergreifen oder auch, sage ich mal, wahrzunehmen, sondern könnt ihr auch
auf Unternehmen einwirken, dass sie eben nachhaltiger werden? Also wir als Unternehmen machen das nicht. Das Female Finance Forum hat keine dieser Art der Aktionärsvertretung oder so bei den Hauptversammlungen. Aber dadurch, dass wir eben den Frauen beibringen, auch einfach mal aufzeigen, welche Rechte sie haben als Aktionärin, ermutigen wir sie dann dazu, gegebenenfalls eben diese Rechte auszuüben. Und vor allem, was meiner Meinung nach jetzt der viel größere Hebel ist, ich meine, ich als Privatinvestorin, ich habe ein bisschen Geld, aber das sind nicht die Millionen und Milliarden, die wir eigentlich bewegen müssen. Wenn aber Zehntausende von uns Privatanlegerinnen immer wieder unsere Banken löchern und sagen, hey, ich möchte aber ein nachhaltigeres Produkt, irgendwann reagieren die Banken dann eben auch und die großen institutionellen Investoren und bewegen eben auch ihr Geld. Das heißt, dieses drüber reden und die Nachfrage deutlich machen und laut verbalisieren, das ist meiner Meinung nach eigentlich der größte Hebel, den wir als Privatinvestorinnen haben. Abgesehen davon, dass nichtsdestotrotz jeder einzelne Euro zählt und jede einzelne Stimme und Rede, die bei der Aktionärsversammlung gehalten wird, auch ihr Gewicht hat. Also nehmt ihr ja doch Einfluss, aber mit einem sehr geschickten, sage ich mal, auch die digitalen Medien gut nutzenden Weg und sagt, okay, unsere Stimme ist wichtig und nun machen wir das auf dem Weg. Genau, aber eben nicht, also wir haben keine Aktionärsvertretung im klassischen Sinne, das machen wir gar nicht, sondern wir ermutigen eben unsere Kundinnen oder eben die Teilnehmerinnen an unseren Workshops, dass die verstehen, welche Macht eben in ihrem Geld liegt und wie sie die auch ausüben können, eben zum Positiven oder für ihre eigenen Werte. Verstehe ich. Tobias, du bist ja nun Experte an der Hochschule in Kempten, ja? Nimm uns mal mit, also Green Finance, also für mich ist das so ein Riesenthema. Geht es da wirklich nur um die grüne Bank? Also sozusagen nur um eine Bank, die sagt, ist das größer, das Gebiet Green Finance? Ja, das ist eine spannende Frage, Thomas. Grundsätzlich ist es so, wir kennen ja alle die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die definieren eigentlich, wo die Menschheit hingehen sollte, wenn sie nachhaltiger werden wollte. Und da sind sowohl ökologische Themen dabei, als auch soziale Themen. Da geht es dann zum Beispiel auch darum, dass man den Hunger in der Welt besiegen sollte oder für mehr Bildung oder für mehr Chancengleichheit sorgen sollte. All diese Aspekte sind wichtig. Und für alle diese Aspekte braucht man in der Umsetzung Geld. Und zwar gar nicht so wenig. Jedes Jahr ist es ein hoher zweistelliger Milliardenbetrag, den man wirklich brauchen würde, um diese Ziele zu erreichen. Und nun geht es eigentlich bei dem Thema Green Finance oder wenn wir es ein bisschen weiter fassen wollen, nachhaltiges Finanzwesen, Sustainable Finance, darum, das Geld genau dorthin zu lenken, also genau in die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und dieses Feld ist riesengroß. Und um das ein bisschen zu differenzieren, nimmt man eben auch die Begriffe so ein bisschen unterschiedlich. Deshalb zielt eben Green Finance vor allen Dingen auf die Aspekte der Nachhaltigkeitsziele ab, die wirklich einen ökologischen Hintergrund haben, wo es zum Beispiel um den Kampf gegen den Klimawandel geht oder auch um die Anpassung an den Klimawandel. Auch das ist ein wichtiges Thema von Green Finance. Also das ist ja sehr schön, dass es also doch viel größer ist. Mia, du hast ja nun ein eigenes Label. Nimm uns noch mal ganz konkret mit, wie du es nun machst, dass das auch bei deiner Fashion, die du machst, sozusagen wirklich ein gutes, nachhaltiges Produkt ist. Also so ganz, vielleicht kannst du auch ein Beispiel bringen, dass wir uns das gut vorstellen können. Ja, also das Gute ist, dass wir jetzt direkt von Anfang an starten und auch ganz, ganz klein starten können. Also nur mit zwei Designs zum Beispiel. Und im Bereich Fair Fashion ist das Problem ja, dass immer so viele neue Kollektionen rauskommen und schon da setzen wir anders an und wollen ganz klein starten. Dazu haben wir uns auch überlegt, wo kommen die Materialien her? Wo kommen nicht nur die Stoffe her, sondern auch, wo kommt der Faden her? Ist der Faden aus Polyester oder aus Biobaumwolle? Und da merkt man sehr schnell, okay, wenn ich mich jetzt für das Polyester-Tag, also das Polyester-Label entscheiden würde, würde ich wahrscheinlich 80% sparen. Wenn ich das Biobaumwoll-Label mich dafür entscheide, dann zahle ich pro Kleid 1 Euro drauf. Und so erlebe ich nochmal selber, warum manchmal Fair Fashion auch ein bisschen teurer ist und vielleicht auch länger dauert. Aber so kann ich das dann nochmal, glaube ich, noch besser rüberbringen, welche Ansätze da wichtig sind. Mhm. Ja. Kannst du uns nochmal sagen, was ihr an Fashion macht? Also, dass ich mir so ein bisschen besser was vorstellen kann. Also, Kleid habe ich jetzt gehört. Ja, Kleider. Wir haben jetzt zwei Kleider rausgebracht.
Genau, die so ein bisschen schicker sind und uns waren auch andere Sachen wichtig, zum Beispiel an was viele vielleicht nicht denken, dass man die Kleider auch auf jeden Fall immer anders stylen kann und auch die auch für verschiedene Körpergrößen passen oder Körpertypen passen. Und jedes Kleid hat auch große Taschen. Das war uns auch sehr wichtig und auch teilweise ein feministisches Anliegen. Super. Okay. Vielen, vielen Dank. Große Taschen, das ist mein Stichwort. Ich muss zum Ende kommen. Das war unser Webcast mit den Wirtschaftsweisern hier bei der Wirtschaftswerkstatt. Wir haben geplaudert mit Tobias Peilo. Er ist Professor an der Hochschule in Kempten. Mit Mia Marjanovic. Sie ist YouTuberin, hat ein eigenes Fashion-Label mit Kleidern. Und mit Claudia Müller, die das Female Finance Forum in Frankfurt gegründet hat und dort Frauen hilft, sozusagen wirklich mit Geld gut umzugehen und voranzukommen. Ich bedanke mich und winke herüber. Vielen, vielen lieben Dank. Und das war's schon wieder.